Sehr schön. Interessant zu sehen, wie du die Seite da aufgebaut hast und zu hören, wie dich da verschiedene Geräte begleitet haben. An dem Duo hatte ich immer Interesse, aus besagtem Grund, weil man ja halt ihn auch als Knöpfchenradio, wenn auch in nicht vollem Umfang benutzen kann. Das wäre eine Option gewesen, aber da habe ich immer gescheut. Ich habe nie jemanden treffen können oder sprechen dürfen, der das wirklich in Betrieb hatte, das Gerät, ne? Ja, und der schnöden Werbung alleine, ja, da ist man schnell erlegen und hinterher kommt dann die Ernüchterung. Schade, dass es diesen Entwickler von dem ALT 512 nicht mehr gibt. Es ist schön innovativ aufgebaut. Ich benutze hier von Elat dieses TM2 und mag das einfach. Das Ding ist ja vom Konstruktions- oder vom Konzept ähnlich. Gegen kann, ist natürlich ein Hammer, wenn der 1,8 bis 70 MHz macht. Als QAP-Transceiver kleiner geht es ja eigentlich nicht.